Showdown am Schönbursch, wessen Serie reißt. Viktoria Aschaffenburg seit 8 Spielen ungeschlagen, Türkgücü München mit 6 Siegen aus den letzten 7 Partien. Auf dieser Begegnung stand Offensivspektakel drauf. Und so viel sei schon mal verraten, es war auch Offensivspektakel drin. Und das gleich zu Beginn. 4. Minute, Kasım Rabiç, einmal quer übers Feld, jetzt noch das Auge, Patrick Hasenhüttl, 1:0. Der frühe Paukenschlag und Saisontor Nummer 11 für den Neuzugang, der die Torjägerkanone weiter fest im Blick hat, wird natürlich mustergültig bedient von Rabiç. Vorsichtig abtasten war hier Fehlanzeige, beide Teams mit den Visieren unten. Beispiel aus Minute 7, Birk mit dem Fehler, Birk mit der Glanztat und ungeschnitten geht's weiter in die andere Richtung. Die Viktoria will's jetzt wissen. Ferkay am Ball, einmal kurz geschaut. Traumpass, Ferkamp frei durch, der zeigt Nerven. Hier ging es rauf und runter. Wieder Ferkay, macht's diesmal selber. Da fehlte nicht viel. 0:1 aus Sicht der Gastgeber zur Pause. Maskottchen Vicky heizte nochmal ordentlich an. Bei dem Feuer, was diese zwei Top-Teams auf den Rasen brachten. Aber eigentlich kaum notwendig. Türkgücü suchte die Entscheidung, aber fand den Birk ein Torwart in absoluter Sensationsform. Hier noch kaum zu erkennen, deswegen schauen wir nochmal genau drauf. Wahnsinnsparade vom SV-Schlussmann, der in der Folge weiter gefordert war. Die Viktoria machte jetzt auf, dadurch bot sich aber vor allem dem Tabellenführer Platz zum Kontern. Doch Kirtitschek verpasst die Entscheidung, weil Birk wieder auf dem Posten ist. Und auch in dieser Szene sein Team weiter im Spiel hält. Dann war aber Schluss zwischen den aktuell wohl formstärksten Clubs der Liga. Das erhoffte Torfestival wurde es nicht, dafür eine Begegnung, die das Prädikat Topspiel absolut verdient hatte. Zwei Spitzenteams, von denen sich der Gastgeber Aschaffenburg von seiner Serie verabschieden muss. Der Tabellenführer marschiert weiter durch die Liga und es stellt sich die Frage, wer soll dieses Türkgücü bitte noch aufhalten?